Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash Royale. Heute haben wir mal zweimal Clash Royale aus Gründen. Vor 8 Tagen schon hatte Spencer mal wieder einen Leak gepostet auf Reddit bezüglich zwei neuer Arenen, die da im Raum stehen für die Zukunft. Ich weiß noch nicht genau, wann es kommen wird, ob es kommen wird. Bei Spencer ist es ja so, es ist immer relativ wahrscheinlich, dass es so ist. Wir gucken uns erst noch einen Kampf von mir an. In der Zeit werde ich dann noch ein bisschen erzählen über die Leaks und so weiter und so fort. Also, kurzer Cut, bis gleich. Also, viele werden wahrscheinlich Spencer kennen, der sehr, sehr aktiv ist bei Reddit. Und dieses Mal geht es um die neuen Truppen für das Update, aber auch um die neuen Arenen, die vielleicht jetzt irgendwann mal kommen werden. Was eigentlich logisch ist. Du hast ab 3000 Pokalen, hast du keine Arena mehr, bis auf die Legend Arena dann. Und dann ist halt nichts mehr. Und da wäre es vielleicht wirklich mal in der Zeit, dass da nochmal was kommt. Und er schreibt, der ist, na gut, eigentlich müsste es heißen, der 2 new arenas mentioned in the files as well. The Jungle Arena, the Titan Arena. Also zum einen die Dschungel Arena und die Titan Arena, was eigentlich Sinn machen würde. Wir haben bei Clash of Clans, haben wir Champions League. Danach haben wir Titan League, danach haben wir Legend League. Hier haben wir, glaube ich, die Frozen Arena ist, glaube ich, die letzte vor der Legend. Kann das sein? Ich glaube schon. Wir können es gleich nochmal nachgucken. Ich bin mir, aus dem Kopf ist immer schwierig. Ich bin schon so lange Legend Arena. Wie gesagt, ab 3000 Pokalen sind wahrscheinlich die meisten von euch auch schon entweder Arena 8 oder Arena 9. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, die Titan Arena wird zwischen die Arena 8 und Arena 9 gepackt. Wäre dann also die neue Arena 9 und die Legend Arena wäre dann wahrscheinlich so ab, ich würde wirklich sagen, so ab 4000, 4500 Pokalen oder so, ich weiß es nicht genau. Wäre dann also die neue Arena 10. So. Das sind die Sachen. Wir haben ja schon gesehen, dass jetzt einige neue Karten kommen. Der Tornado wird morgen kommen. Ich habe jetzt auch noch nichts gehört, wann die Information kommt, was dann die nächste neue Karte sein wird. Wird wohl zeitnah kommen. Und die meisten wissen es ja schon. Electro Wizard, Elite Barbarians und der Klonzauber sind dann wohl die Sachen, die noch kommen werden. Und Electro Wizard, he lands with a Poe stunning nearby enemies and continues to show off by zapping 2 at a time. His favorite movie is T2. Terminator 2? Heißt das? Terminator 2? Ich habe keine Ahnung. Tornado haben wir gesehen. Elite Barbarians spawns a pair of leveled up Barbarians, also ein paar aufgelevelter Barbaren. Sind wie normale Barbaren, aber härter, besser, schneller und stärker. Wo ich dann, also ich habe das schon vor, glaube ich, 1-2 Wochen gelesen, wo ich dann auch gesagt hatte, oder beziehungsweise in die Kickgruppe bei uns geschrieben hatte, gehen Supercell so ein bisschen die Ideen aus, habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn ich so den Electro Wizard und die Elite Barbaren mir angucke, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen ideenlos, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht. Das ist meine Meinung, ihr könnt eure Meinung natürlich auch gerne in die Kommentare reinschreiben. Dann noch der Klonzauber. Duplicates all friendly troops in the target area. Clone troops are fragile, but pack the same punch as the original, doesn't affect buildings. Du kannst dann in dem Gebiet alle deine Truppen klonen, die dann von dem Zauber betroffen sind. Sie sind sehr fragil, haben aber die gleiche Kampfkraft wie deine normalen Truppen. Und Gebäude werden nicht beeinträchtigt oder betrifft keine Gebäude der Zauber. Ich weiß nicht. Also den finde ich ganz cool, die Idee. Die anderen beiden Sachen. Tornado finde ich eigentlich auch ganz lustig von der Idee her. Sehen wir ja dann morgen schon. Oder der wird morgen kommen. Hoffentlich habe ich Glück und erwische ihn. Aber Electro Wizard und ich habe sie auch schon in Action gesehen. Es gab ja schon einige Leak-Videos. Wo ich übrigens immer vorsichtig wäre mit dem Hochladen, denn das ist was, glaube ich, gar nicht gerne. Deswegen auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr sowas hochladen wollt. Ich würde es eher lassen an eurer Stelle. Nur so als kleiner Tipp. Und ja, ich weiß nicht genau. Ich bin nicht so überzeugt davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so ein bisschen ideenlos, wie damals so beim Bowler erst, wie ich den gesehen habe. Bei Clash of Clans dachte ich auch erst so, passt jetzt nicht so ganz ins Spiel rein, meiner Ansicht nach. Aber die neuen Arenen, Jungle Arena und Titan Arena, fände ich schon ganz cool. Stimmt, die Jungle Arena haben wir noch gar nicht gesagt, wo die am besten reinpasst. Das wäre natürlich auch eine Sache. Wir gucken jetzt mal nach. Also, Arena 9, klar. Legendäre Arena. Stimmt, ha, hab ich doch gesagt. Gefrorener Gipfel ist die Arena 8. Wo dann die Jungle Arena reinpasst, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir öffnen jetzt erstmal die Kronentruhe, machen dann hierfür noch ein Spielchen. 120.000 Gold. Ich habe so viel, was ich upgraden könnte und mein Gold ist mir echt zu schade aktuell. Ich habe 120, wie viel hat hier an Gold? 120.000. Und guckt euch das mal an.
wie viel wir hier upgraden könnten. Oder gibt's die neue Karte schon zu gucken? Nein. In 15 Stunden den Tornado. Okay, wir werden mal sehen, was da noch so kommen wird. Ich öffne jetzt natürlich nicht die Riesentruhe, wir öffnen aber die Silbertruhe, um einen neuen Truhenplatz uns zu schaffen. Ich habe noch niemals eine legendäre Karte daraus gezogen aus irgendeiner Truhe außer der supermagischen und einer magischen. In einer magischen hatte ich meinen Funky drin und es wird so bleiben. Boah, die Kobolde könnte ich auch hochmachen. Was habe ich aktuell überhaupt für ein Deck? Das habe ich mir eben irgendwo bei... Ah, das habe ich mir aus TV Royale gesucht. Okay, ich habe einige... Ich habe zwei Änderungen noch vorgenommen an dem Deck. Habe die Pfeile reingemacht und habe den Miner reingemacht. Okay, wir gucken mal nach, ob es funktionieren wird oder nicht. Wir spielen gegen Enormous K. Doing Like a Boss, heißt der. Doing Like a Boss. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, dass wir jetzt... Ah, ich wette, hat er den Zap? Nein, er hat den Zap nicht. Gut, er hat keinen Zap. Er hat keinen Zap. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen soll. Ich habe ja leider den... Okay. Wir nehmen die Pfeile. Das ist so einer, der ziemlich viele Smileys setzt, glaube ich. Da bin ich mal gespannt. Ja, da ist der nächste Smiley. Okay. Er hat den Ofen. Den kann er jetzt gleich natürlich nochmal wieder setzen. Er hat das Schwein. Wir haben den Blitz. Der Blitz geht immer auf das mit den wenigsten Trefferpunkten. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Andererseits, er hat gesappt. Okay, er hat gesappt. Er probiert es bei beiden komischerweise und hat irgendwie bei beiden noch nicht großartig was hinbekommen. Wir warten mal noch ab. Jetzt warten wir nicht mehr ab. Jetzt wird er gleich auch wieder... Ja, jetzt setzt er gleich wieder... okay. Okay, er setzt den Päcker. Aber wir kommen durch. Wir können die Pfeile jetzt sogar nochmal setzen. Der Mini-Päcker ist zwar auf dem Weg, aber es läuft. Aber es läuft doch endlich mal. Läuft. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen noch eine gute Truhe. 500 noch. Na, das ist auch stark auf 3. Ist auch stark auf 3, der Lava-Hund. Das läuft bisher. Und der nächste Smiley. Das rettet dich allerdings auch nicht, mein Freund. Verstehe ich nicht, wenn man verliert, dass man dann so Smileys macht. Ich bin dann immer sauer und dresche das iPad oder das Telefon sonst wohin. Hui, kleines Schweinchen. Lauf. Das kannst du knicken. Kannst du nochmal zappen, aber es bringt dir nichts. Es wird dir nichts bringen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht ans Spiegel... Ah, das ist der nächste Smiley. Yay. Das ist der zweite Mr. Smiley. Neben... Der Original Mr. Smiley ist ja Tim aus dem Clan Mobile Fanboy. Aber das ist Mr. Smiley Nummer 2. Nein. Kriegst ihn nicht. Du wirst den Turm nicht bekommen. Nein. Dafür holen wir uns jetzt den zweiten Turm. Ich glaube aber nicht, dass ich noch eine neue Kronentruhe bekommen könnte. Ich habe den Blitz noch gar nicht benutzt. Sehr gut. Aber jetzt werden wir den Blitz benutzen. Bum, 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 bum. So, noch die. 15 Sekunden 40. Ah, das läuft. Nein. Du wirst den Turm nicht holen, mein Freund. Du wirst ihn nicht mehr bekommen. Kannst du jetzt auch noch mit deinem Schweinchen draufdreschen, wie du willst. Es wird nicht reichen für dich. Ach, da kommt der nächste Smiley. Und jetzt kriegt er auch einen zurück. So. Jetzt kriegt er auch noch einen. Ups. Er hat's verdient. Bei den ganzen Smileys. Ja, ich würde sagen, wir geben jetzt mal, da ich jetzt gleich eh nicht da bin, geben wir mal die Goldtruhe in Auftrag. Bin gespannt, ob wir da dann noch was Gutes rausbekommen. Und da werde ich mich heute von 0 Uhr bis 7 Uhr nicht einloggen und werde mal gucken, ob wir dann den Tornado bekommen werden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir eure Meinung, wenn ihr noch weitere Informationen zur Titan oder Jungle Liga habt, dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben oder mir per E-Mail zuschicken, Bilder oder sowas. Würde ich mich sehr freuen. Danke für die Aufmerksamkeit, Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und bis später. 18 Uhr gibt es übrigens heute einen neuen Spieletest. Guckt mal vorbei. Tschüss.